Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf der 8. und vorletzten Etappe des Neckarsteigs. Startpunkt ist Moosbach und Zielpunkt ist Gundelsheim. Die Tour hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Guten Morgen, heute ist die vorletzte Etappe. Guten Morgen und schwül ist es auch noch. Mach an, vorne Zeit. Da vorne. Es ist schwer zu kalt, wenn ich mich umdrehe und dann weitergehen. Hier sind sie wieder, unsere geliebten breiten Forstwege.
Ich han Hunger. Ich han auf der Burg Hornberg nämlich nix grit. Weil nur wenn du dort nämlich vorreserviert hast, obwohl du genug Platz hatte, hast du nämlich was zu essen grit. Weil die haben Personalmangel. Das tut man zwar leid für die, aber das hätte sie wenigstens vorne können hinschreiben. So haben wir dann 6,50 Euro für Wasser mit Sirup bezahlt und 4,50 Euro für normales 04er Cola. 5,50 Euro. Ah, war doch ein bisschen teurer. Also ich habe jetzt Hunger, such mir Bank, alle. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns mittelprächtig gefallen. Relativ am Anfang ging es jetzt erstmal berghoch, ohne größere Aussicht. Später, kurz vor der Burg Hornberg, da hatte man einen Blick erhaschen können auf den Neckar, an der Burg selbst auch noch und dahinter dann wieder viel Waldwege ohne Aussicht und dann nachher noch an der Bahngleisen vorbei, so wie an einer Landstraße, die hatte man gehört. Vom Neckar hat man da recht wenig wieder gesehen. Wenn euch diese Wanderung trotzdem gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also bis dann, ciao, ciao! Alle, machen's gut! Ciao und bis nächste Woche. Ich habe Hunger und auf Burg Hornberg kann ich nichts grit, weil dort gab es nur, wenn man vorreserviert hat, ach esse, weil die leider Personalmangel hatte. Das muss ich noch immer sagen, Sarah. Warum? Es war Hornberg. Hornberg? Ist das sicher? Ja. Ich habe Hunger. Ich habe auf der Burg Hornberg. Leider nicht.